Ladies and Gentlemen, schnallt euch schnell an, Leute, denn es passiert was richtig, richtig krasses, Leute, in Los Santos. Und zwar, ich habe die letzten Tage, Leute, vor ein paar Tagen habe ich jetzt ein Experiment gemacht, Leute, wo ich tsunami-fähige Autos gesucht habe, Leute. Und es ist tatsächlich passiert. In den Nachrichten, überall im Fernsehen, alles drum und dran, heißt es, ein Tsunami wird GTA treffen, Leute. Und deswegen müssen wir uns in Sicherheit bringen, Leute. Ich fahre jetzt gerade hier zum Live-Invader, weil ich will rausfinden, ob es wirklich stimmt, was in den Medien gesagt wird, Leute, oder ob das Ganze vielleicht ein bisschen nur, ja, hochgeschaukelt wird und das Ganze vielleicht eine kleine Welle sein wird oder sowas. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Jetzt fahr doch mal schneller. Meine Güte, Leute, ich fahr hier schneller. Achtung, Achtung, liebe Bürger von Los Santos. Die Megawelle erwartet uns. Wir werden alle sterben. Der sicherste Ort ist der Mount Chiliad. Wir haben nur noch wenig Zeit. Bitte evakuiert euch alle und bringt euch in Sicherheit. Niemand wird euch mehr retten. Sir, ich habe eine Frage. Was haben Sie? Sie haben eine Frage, oder was? Ja, ich habe eine Frage, und zwar... Reden Sie ins Mikrofon, dass die Leute das auch mitkriegen. Ja, okay. Liebe Leute, ich habe eine Frage, und zwar, wann passiert der Tsunami? Das ist eine sehr gute Frage, mitten aus der Gesellschaft von Los Santos. Der Tsunami wird in weniger als 24 Stunden die Stadt treffen. Oh Gott, Leute. Frage, jemand? Nein, alles klar, dankeschön. Oh Gott, Leute, wir müssen abhauen. Ey, ich sag euch ehrlich, ich fahr jetzt erstmal an den Strand, um zu gucken, ob der Tsunami wirklich da ist, Leute. Let's go, Leute. Also ich sag euch ganz ehrlich, bis jetzt ist alles eigentlich ruhig. Es ist jetzt seit heute Morgen in den Medien Tsunami hier, Tsunami dort, Leute. Absolut keine Ahnung, was da abgeht, Leute. Aber wir müssen ganz schnell zum Strand, Leute. Oh Gott, wir müssen schnell rüber zum Strand. Okay, Leute, wir werden jetzt kurz ans Meer hier rüberfahren, Leute. Da hinten, ich sehe schon irgendwelche Leute oder sowas, aber bis jetzt scheint doch alles doch relativ normal sein, so kleine Wellen, dies, das, okay, da hinten ist irgendeine, ich frag mal den Polizisten, oha, ist hier alles voll mit Polizisten. Victor, was ist, Sir, wonach schauen wir Sie? Victor, keine Information für die Bevölkerung, ja, Victor. Ja, okay, es sind vielleicht ein paar Wellen, aber stimmt das mit dem Tsunami? Tsunami. Wir können keine Information an die Bevölkerung rausgeben. Okay, alles klar, Mann. Tut mir leid, Mann. Ey, Leute, guckt mal, das Wasserlevel ist schon bis hierhin. Das heißt, wenn der Sand wirklich schon da hinten nass war, heißt es, dass hier große Wellen waren, Leute. Guckt mal, bis hierhin ist hier noch Wasser, Freunde. Das bedeutet, wenn die Wellen schon... Jungs, wir rücken ab. Bringt euch in Sicherheit. Das sieht sehr übel aus. Oh, verdammt, es sieht wirklich sehr übel aus, Leute. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, Leute, aber ihr seht es selber, Freunde. Das Wasser ist auf jeden Fall schon mal bis hierhin gekommen, Leute. Und wenn das Wasser bis hierhin gekommen ist, heißt es vielleicht wirklich nichts Gutes, Freunde. Aber bis jetzt, oh mein Gott, wartet mal. Hä? Aber wie kann es sein, dass hier schon überall nass ist, Leute? Wie kann es sein, dass die Straßen hier nass sind, Leute? Welche... Also wenn das... Das kann nicht sein, Leute. Also hier in der Stadt ist schon der Boden nass, Leute. Was habe ich verpasst, Leute? Okay, ich glaube, wir müssen ganz dringend uns eine Lösung finden, falls wirklich jetzt ein Tsunami ausbricht, wie wir vorgehen sollen, Leute. Vielleicht ein Helikopter, Leute, oder sonst was würde uns retten. Aber ich merke schon, der ganze Boden hier in der Stadt ist nass, Leute. Und es hat nicht geregnet, Leute. Es hat auf jeden Fall nicht geregnet. Ihr habt selber mitbekommen... Ich weiß nicht, ob hier wirklich das Wasser hierher kam, Leute, aber überall ist schon Wasser. Okay, gruselig, Leute. Hier in der Nähe ist Stani Performance, Leute. Wir fahren kurz rüber zu Stani Performance und gucken mal, was er zu sagen hat, Leute. Let's go, wir fahren rüber zu ihm. Leute, was ist denn hier passiert? Überall ist der Boden nass. Warte mal, ist es Stani? Hey, Stani. Ich teste gerade mein neues Auto. Ey, Bro, kannst du mir erklären, wieso der ganze Boden hier in der ganzen Stadt schon nass ist, aber es hat gar nicht geregnet oder ist hier schon eine Welle oder so entstanden? Bro, bist du nicht bei Apple? Hast du das nicht mitbekommen oder was? Guckst du kein Fernsehen? Ja doch, Tsunami soll kommen, aber war hier schon... Junge, der kommt ein riesiger Tsunami und der wird uns alle umbringen. Ich hau ab, Alter. Ey, kann ich... Wie willst du das überleben, Bro? Du hast so ein Auto. Ich wollte gerade das Auto testen, das habe ich extra umgebaut auf Tsunami-Sicherheit. Kann ich mitkommen? Du kannst kurz runter... Stani! Oh, verdammt. Stani, ich drehe das Auto. Ich drehe es um. Oh. Ja,
Willst du fahren? Ja, kann ich machen. Kannst gerne auch fahren, ja. Ich wollte gerade zum Strand. Alter. Fahren, das Auto einmal. Ja, ich war gerade beim Strand. Da war Polizei, alles drum und dran. Aber guck mal, siehst du die ganzen Pfützen hier in der Stadt? Und oh, es hat nicht geregnet, Gott, Bro. Ich weiß auch nicht, was hier los ist, Mann. Ja, der Tsunami soll in wenigen Stunden kommen, Mann. Die haben doch hier schon einen Katastrophenalarm ausgelöst. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Aber ich weiß ja, ob das Wasser wirklich so hoch ist. Okay, lass uns hier runterfahren. Hier können wir das Ganze sehen. Aber alle haben voll Panik. Warte mal. Die hatten recht, Bro. Bro, was hier? Die hatten recht. Das Wasser ist weniger geworden. Ja, weißt du, wenn das Wasser weniger wird, das wird immer beim Tsunami zuerst weniger. Bro, oh, dein Auto kann schwimmen? Ja, klar, Bro, das habe ich doch extra dafür gebaut. Bro, guck mal, beim Tsunami wird das Wasser zuerst weniger. Das sammelt sich in der Welle. Welche Welle, Bro? Ja, glaub mir, ich habe das doch gesehen. Beim Tsunami, Wasser wird weniger und dann auf einmal geht's richtig ab. Bro, guck dir das doch mal an, hä? Hier ist gar nichts mehr. Bro. Ich sag, ey, Russack, geh mal bitte aus dem Auto raus. Geh mal bitte aus dem Auto raus. Ey, kann ich einfach mitkommen? Dann sind wir beide. Nee, warum nicht? Familie. Wie Familie? Ich bin doch auf. Russack, jeder muss sich selber in Sicherheit bringen. Bro, ich dachte, wir sind Brüder. Ja, sind wir ja, aber nicht Familie. Okay, aber du kannst mich doch mit. Guck mal, nee, das Wasser. Ich hab auch zu tun jetzt noch, Russack. Bro, das Wasser ist weggegangen. Die Korallen sieht man sogar hier. Ja, ey, Bro, checkst du das nicht? Das ist, Junge, das ist zu 100 pro ein Tsunami. Ja, okay, ich glaube, du machst dir viel zu viele Dinge. Ja, bitte, Russack, steig bitte aus dem Auto aus, danke. Du willst mich jetzt hier allein lassen, oder was? Du sagst doch, das kommt eh kein Tsunami, aber ich bin mich in Sicherheit. Ja, Bro, ja, alles klar, Sicherheit. Also ich hab auf jeden Fall ein Tsunami-Schutzauto, haha. Ja, Bro, alles gut. Viel Glück. Hat da rumgeschossen und so, Leute. Ich glaube mir kurz hier so einen Bus, Leute. Ich glaube, vielleicht hatten die Leute wirklich viel Panik, weil ein bisschen die Wellen da waren. Aber man sieht es ja, Leute. Die Wellen sind jetzt gerade zurückgegangen. Klar, der ganze Boden ist das. Scheinbar war das Wasser überall hier schon. Aber ich glaube, der Tsunami ist vorbei, Freunde. Ich glaube, der Tsunami ist vorbei. Und wir fahren jetzt am besten einfach wieder zurück in die Stadt. Und werden. Ich weiß es, Leute. Wir fahren zu Live-Invader und sagen einfach, dass der Tsunami gecancelt ist. Wir waren am Wasser. Das Wasser ist zurückgegangen, Leute. Guter Plan. Okay, Leute, wir fahren jetzt rüber zum Live-Invader. Die Stadt ist irgendwie ein bisschen cleaner, Leute, geworden. Es fahren kaum noch Autos auf den Straßen. Die ganzen Straßen sind nass. Menschen sieht man überhaupt nicht. Warte mal, hier ist der Typ, glaube ich. Sagt er wieder was? Okay, der ist mein wieder. Mein Name ist Dr. Entschuldigung! Experte für geben Sie mir das Mikrofon! Geben Sie mir das Mikrofon, habe ich gesagt. Okay, sind Sie ein Experte? Oh, ja, danke schön fürs Mikrofon. Bitte reden Sie hier rein. Okay, Nils. Liebe Freunde, liebe Bürger von Los Santos, ich war gerade am Strand und das Wasser ist zurückgegangen. Fake News! Das ist ein Irrglaube, den sehr viele Leute bei einem Tsunami haben. Ich war wirklich gerade am Strand. Für eine kurze Zeit bildet sich das Wasser zurück und kommt dann wieder. Aktuell haben wir den höchsten Wasserstand in Los Santos seit 30 Jahren. Ich war doch gerade. Ich war Wasser, da war nichts. Ich wiederhole für alle Bürger, da war nichts. Fahren Sie bitte zurück zum Wasser. Wir haben die ersten, sage ich mal, geben Sie mir die Kamera. Ich nehme dir seine Kamera. Ich mache ein Foto, ich bring's gleich. Das Wasser ist zurückgegangen, verdammt. Das ist ein Leugner. Ja, nein. Fake News. Ich bring gleich Fotos. Ey, Leute, ich habe jetzt die Kamera von dem gestoppt. Ich werde jetzt einfach ein paar Fotos machen, damit die sehen, dass da wirklich nichts abgeht, Leute. Die machen da Panik, als wären die Wellen so hoch, dass ich nicht mehr da mich bewegen kann, Leute. Ihr seht das, okay, ein bisschen nass, Leute. Aber das war's ja auch schon. Aber, Leute, wir gehen direkt zum Wasser rüber und dann ist alles gut, Freunde. Hier ist ja das... Wow! Wow! Verdammt, Mann! Nein, das Wasser steigt! Ich muss hier runter! Oh mein Gott! Rettet euch alle! Schwimmt hoch! Schwimmt nach oben, Leute! Oh mein Gott, das sieht gar nicht gut aus! Okay, das sieht absolut nicht gut aus, Freunde! Das sieht absolut nicht gut aus! Die Autos schwimmen hier schon! Wir müssen ganz schnell nach oben! Okay, ich glaube, das stimmt tatsächlich! Die Tsunami-Wellen kommen! Die Tsunami-Wellen kommen und das Wasser steigt! Oh mein Gott, okay, damit habe ich nicht gerechnet, Leute! Aber okay, die hatten doch recht! Wir müssen ganz schnell zu Weasel News und dann sagen, dass wir falsch lagen! Alle Menschen sollen sich in Sicherheit bringen! Verdammte Angst, Alter!
Leute, wir müssen auf jeden Fall weg. Zum Glück leben wir nicht am Strand. Aber was ist mit Amir? Was ist mit Max, Leute? Die haben doch ihre Häuser in der Nähe des Strandes, Leute. Oh, verdammt. Stani geht's auf jeden Fall gut. Bei den anderen weiß ich nicht. Aber ich muss ganz schnell zu Weasel News beziehungsweise zum Knife Invader und sagen, dass die recht hatten. Das Wasser ist höher denn je, Leute. Oh mein Gott. Und wenn das Wasser noch weiter steigt, dann ist Feierabend. Oh, Entschuldigung. Wo ist jetzt der Typ hin? Ich bin hier, hallo. Das Wasser steigt. Sag mal, komm mal jetzt mit hier. Officer, das Wasser steigt. Komm mal mit jetzt. Ja, ich komm mit dir. Du hast mehrere Millionen Menschen auf den Gewissen. Was? Vorläufig festgenommen. So, einsteigen bitte einmal. Ich hab keine Waffen dabei, Leute. Sir, wir müssen... Verstehen Sie nicht, das Wasser ist höher denn je. Wir müssen hier weg, Mann. Das Wasser ist höher denn je, das ist richtig. Aber Sie haben gerade bei den Weasel News... Einige Menschen glauben der Regierung wegen Ihnen nicht mehr. Sir, wir sind nicht in Sicherheit. Können Sie mich bitte an einen sicheren Ort bringen? Nee, das funktioniert jetzt nicht mehr. Jetzt auf einmal die Meinung ändern. Sie werden wegen Lügenpresse eingebuchtet. Sir, es ist ein Tsunami am Kommen. Gucken Sie, überall ist nass, Mann. Ja, das ist Ihr Problem. Es tut mir leid. Sir, oh mein Gott, Leute. Oh, ich zeig dir mal diese Ausmaße an. Das ist hier wirklich mittlerweile schon Ausnahmezustand. Ja, ich weiß doch. Oh nein, die ganze Kanalisation ist voll. Wow, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Und wir werden uns alle in Sicherheit bringen und Sie werden schön im Knast versauern. Sie können mir doch nicht... Das Wasser ist bis hierhin, hallo, Sir. Die fahren sich Wellen hier durch. Es gibt kein Tsunami. Sir, gucken Sie sich das mal an hier. Oh mein Gott, Alter, Leute, der ganze Kanalisation von Los Santos ist eigentlich eine Fluchtstelle für Hochwasser, Leute. Und es ist schon überfüllt, Leute, komplett überfüllt. Sir? Ich arbeite hier seit 30 Jahren. Oh mein Gott, die Wellen sind ja schon hier. Verdammt, Mann. Sir, ich kann wirklich nicht hier rein, Sir. Alles gut, wir klären das jetzt. Bleiben Sie stehen oder ich werde feuern. Ja, alles gut. Hier ist der Wasser! Ja, ist egal, rein hier. Hier ist Wasser, Sir. Wir können hier nicht bleiben. Doch, wir können hier bleiben. Sir. So. Können wir wenigstens eine Stufe höher gehen, bitte? Nein, warten Sie mal kurz hier. Ich werde jetzt mal hier kurz den Kollegen Bescheid sagen. Oh mein Gott, nein. Leute, ich laufe mal lieber... Okay. Einmal hier bitte mitkommen. Ja. Dort schieße ich. Alter, hier ist überall Wasser, Sir. Mitkommen, rein hier. Links rein. Oh mein Gott, Leute, als ob die mich... Ey, Sie können mich... Ich werde sterben hier. Das ist, Sie haben gesagt, es kommt kein Tsunami. Sir, hier ist alles unter Wasser. In die Zelle rein. Verdammt, Sir, bitte. Bitte lassen Sie mich hier raus. Bitte, Sir. So, bitte, Sir. Wiedersehen, der Herr. Verdammt, schön, Leute. Aufhalten. Das Wasser steigt immer weiter, Leute. Und er hat mich hier eingesperrt, Leute. Ich komme nicht raus. Verdammt, Mann. Guck mal, wie die Wellen hier schlagen. Oh, Leute! Leute, ich krieg keine Luft, Mann, das Wasser ist zu hoch gegangen. Verdammt, Mann, ich muss hier raus. Oh Gott, das geht auf. Verdammt. Okay, Leute, das Polizeipräsidium ist irgendwie voller Wasser gegangen. Ich hab doch dem gesagt, ich glaube, die sind abgehauen, Leute. Wir müssen schnell hoch hier. Schnell nach oben. Luft, Leute. Die untere Etage ist voller Wasser, Leute. Wir müssen schnell aufs Dach oder sowas. Wir müssen schnell aufs Dach, Leute. Das Wasser steigt komplett bis unermesslich, Freunde. Wir müssen aufs Dach hoch, Leute. Es ist unsere einzige Überlebenschance, Leute. Wir müssen ganz schnell wegkommen, Leute. Durch das hohe Wasser ist die Gefängniszelle sogar aufgegangen, Leute. Weil es einfach so ein Druck herrscht unten. Okay, wir gucken mal jetzt raus. Nein! Nein. Das Wasser ist schon so hoch, dass hier überall alles voller Wasser ist, Leute. Die fahren. Oh mein Gott, da fährt noch ein Polizist weg. Oh mein Gott, Leute. Da laufen noch ein paar Menschen, aber ein paar Autos. Guck mal, die schwimmen hier alle rum. Oh mein Gott. Okay, das ist krass, Leute. Was soll ich machen? Oh mein Gott, Leute. Das Wasser steigt immer weiter und weiter. Verdammt. Guck mal, die Menschen. Warte mal. Da ist ein Boot. Hey! Hey, hier oben! Hey! Was ist denn los hier? Hey! Kannst du mich hier... Entschuldigung! Hallo, Sir! Ja, wow! Hallo. Spring rein, Junge! Opa, warten Sie! Komm rein hier! Komm rein hier, Uwe! Ja, hallo, Uwe!
Das ist echt schlau gerade mit dem Boot hier. Die ganze Stadt ist unter Wasser. Können Sie mich vielleicht an irgendeinen Punkt bringen, wo das Wasser noch nicht hingekommen ist? Was ist? Was willst du? Was machen Sie da, Sir? Ich bin Uwe. Ja, ja. Ja, ich weiß es. Guck mal, wie viele Menschen da sind. Ja, warte mal, mein Fischreiter hat hier gerade angeschlagen. Ich will jetzt hier mal angeln. Angeln Sie gerade Fische in einem Tsunami, Sir? Ja, die Fische beißen gerade echt gut, muss ich sagen. Oh mein Gott, Sir, können Sie vielleicht bitte irgendwie mich hier an eine höhere Stelle bringen, wo es sicherer ist? Bitte, Sir. Ja, ja, du nervst mich. Du bist viel zu laut für die Fische, sag ich ehrlich. Ja, können Sie mich irgendwo ablassen, wo es einfach ein bisschen höher ist? Bitte, Sir. Bitte. Ja, ja, kann ich machen. Die Wellen sind auch ziemlich crazy, okay. Die Wellen sind ziemlich, ziemlich crazy. Oh, Sir, nicht gegen das Haus fahren. Sie müssen am besten Richtung Bank fahren, dort irgendwo nach oben mich ablassen, Sir, bitte. Ja, oh. Ja, ich fahr schon. Wissen Sie, ob noch ist der Flughafen schon überschwemmt oder gibt es eine Möglichkeit an einen Flughafen Helikopter? Flughafen ist evakuiert. Ist komplett überschwemmt? Komplett. Verdammt, Leute, dann können wir auch keinen Helikopter weg. Oh mein Gott, die Wellen, wie riesig. Sir, fahren Sie. Oh, wow. Alter, geht das hier ab. Einfach bitte, ja, genau in die Richtung, genau in die Richtung. Oh, mal jetzt ruhig, Junge. Oh Gott. Okay, da fahren noch Autos. Können Sie mich hier rechts rauslassen an der Brücke? Wow. Oh, ey, Idiot, Junge. Ihr seid ja voll die Tieftaucher. Sir, können Sie mich hier rauslassen? Ja, warte mal. Ja, genau hier. Das reicht genau da vorne, wo die Mauer kaputt ist. Ja, hier, perfekt. Ja, hier, mein Bester. Oh, Dankeschön, Sir. Viel Spaß. Viel Glück. Ich geh meine Angeln auch rein. Oh. Leute, hier ist endlich noch normaler Boden, Freunde. Wir müssen ganz schnell in ein Auto kommen oder sowas, damit wir sicher sind, Leute. Ach du heiliger Bimbam, Leute. Was passiert denn hier? Das ist ja nicht normal und die Autos fahren hier noch rum. Okay, Leute, wir müssen einfach nur ganz nach oben kommen, Leute. Richtung Mount Chiliad müssen wir uns bewegen, Freunde. Oh Gott. Lauft die ganze Müll. Personenkontrolle. Alter, ich habe keine Zeit jetzt für eine Person. Einmal mit der Ausweis. Wir haben dann den Flüchtlingen aus. Wollen Sie mich gerade veräppeln, Sir? Es ist gerade Tsunami-Stimmung. Die können mich doch nicht an. Ja, hier ist mein Ausweis. Alles gut. So, bitteschön. Ich check das einmal kurz. Moment. Alter, das kann doch nicht sein hier. Ja, okay, der Russe. Russe. Ja. Wie? Okay. Wie? Oh, okay. Ich nehme ihn fest. Ja, okay. Alles klar. Alter, ich glaube, Sir? Ja, hey, Russik. Ist mir so egal, was sie davor hatten. So, weg mit denen. Leute, wir fahren los. Okay, Leute, wir fahren los. Oh, er hat sogar hier Waffen tatsächlich drin, ne? Oh mein Gott, was schießt du mich? Oh mein Gott, hinter uns ist... Leute, hinter uns ist komplett Wasser. Oh, egal. Und jetzt verfolgt mich einfach die Polizei. Haben die nichts Besseres zu tun, Leute, gerade? Das kann nicht sein, Leute. Das ist... Was ist denn los? Es reicht mir. Was? Komm, ich bleib mal stehen. Bleib, was ist dein LSPD? Mal gucken, was die vier Waffen hier haben. Hier, bitteschön, bleib ich stehen, Alter. Das Wasser steigt, Leute. Und die wollen mich jagen hier, Leute. Wir müssen entkommen von der Polizei. Okay. Leute, die machen Straßensperren wegen dem Flüchtigen aus dem Gefängnis, Leute. Ist denn ihr Leben nichts wert, oder? Alter! Ihr seid doch Belödians. So, weg mit euch. Weg mit euch allen, Mann. Oh Gott, Leute, guckt euch mal, was mit der Stadt passiert dann. Na okay, wir müssen weg, Leute. Ich sag euch alle, wir müssen uns irgendwo verstecken. Okay, die Polizei... Die Polizei, die Sterne blinken schon. Das Militär wird für sie zuständig sein. Okay, wir hauen ab. Military Base, Leute, vielleicht ist sie noch nicht überschwemmt. Dort können wir vielleicht ein Flugzeug holen und dann wären wir safe, Leute. Okay, hier ist gut, Leute. So, wir verlieren die Polizei, wir warten jetzt ganz kurz hier, Leute. Wir warten hier. Okay, Leute, ich habe jetzt ein bisschen gewartet, die Polizei ist auf jeden Fall weg. Oh mein Gott, Leute, die komplette Stadt bis hierhin ist schon überflutet, Leute. Ich glaube, jetzt haben die verstanden, dass sie sich retten müssen, Leute. Der ist an mir vorbeigeheizt. Ach du heiliger Bimbam, habt ihr gesehen, was hier für ein Wasserlevel ist, Leute? Die komplette Stadt ist unter Wasser. Egal, wir haben auf jeden Fall eine gute Position, Leute. Wir müssen höher. Wir müssen dringend den Berg nach oben fahren, weil wir haben nicht so viel Zeit, Leute. Wir müssen Richtung Mount Chiliad fahren, Leute. Ach du heiliger Bimbam, ich weiß auch nicht, wie viele Menschen es geschafft haben, da jetzt hochzukommen, weil es ist echt sehr, sehr gefährlich, Leute. Verdammt, das Wasser ist auf jeden Fall da. Oh mein Gott. Leute, höher. Wir sind auf jeden Fall auf der Strecke zu Mount Chiliad und ihr wisst nicht, was hier passiert, Freunde. Die komplette Stadt
ist überflutet, Leute. Wartet mal, ich steig kurz aus, Leute. Ich habe hier den Sniper. Guckt es euch an, Freunde. Ich habe es gerade noch so hierher geschafft. Die Wellen waren komplett hinter mir her. Aber guckt es euch an. Los Santos ist unter Wasser, Freunde. Es ist komplett crazy. Wir müssen ganz schnell nach oben. Ich glaube, wenige Menschen haben es geschafft, Leute. Ich habe so viele Menschen paniken sehen, aber ich hatte zum Glück ein Polizeiauto mit der Sirene und alles. Haben die Leute trotzdem immer noch Respekt vor der Polizei und haben Platz gemacht einfach, Freunde. Das ist aber geisteskrank, was hier abgeht, Leute. So, wir fahren jetzt einfach mal nach oben auf dem Mount Chiliad, Leute. Let's go. Oh, Leute! Nein, 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 nein! Mein Wasser wurde eingezogen von der Welle! Verdammt, verdammt! Verdammt, wie hoch ist das jetzt gegangen? Ich bin eigentlich weitergefahren, aber da kam eine riesige Welle. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Das ist, glaube ich, nur noch das höchste Gebäude von Dubai, was übrig ist. Und der Mount Chiliad, Leute. Ach du heiliger Bimbam, Leute, wir müssen jetzt zu Fuß laufen. Unser Auto wurde weggespült. So schnell sind die Wellen. Bevor die ganzen Wellen kommen, Leute, wir müssen noch weiter hoch. Leute, wir sind jetzt hier gleich oben am Mount Chiliad. Oh, was ist das für eine Schlange? Hä? Was ist das für eine Schlange? Entschuldigung. Kinderfrau zuerst! Kinder zuerst? Oh mein Gott. Kinderfrau zuerst! Warte mal. Ich muss mit dem Typen reden, das sind viel zu viele Menschen für einen kleinen Helikopter. Sir! Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Sind Sie der einzige Helikopter, der heute steigen wird? Ja, Sie kommen jetzt wieder in 24 Stunden. Sir, haben Sie mal gesehen, wie hoch der Wasserlevel ist? Das ist komplett nein, die ganze Stadt. Nein, ich tut mir leid. Sir, das sind mindestens 200... Sir, warten Sie ganz kurz. Sir, warten Sie. Sir, ganz kurz, warten. Oh. Ich bin drauf, Sir. Steigen Sie bitte aus. Sir, bitte. Ja, okay, Sir. Ganz kurze Frage. Ey, Sie haben hier ein Loch in der Turbine. Sir! Sir, warten Sie! Sir! Verdammt, Mann! Sir! Nein. Nein, 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 nein. Wenn er, den werde ich nicht wegfahren lassen. Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen, sagte ich! Verdammt, Mann. Nein, 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 nein. Nein, war das die letzte Hoffnung? Nein. Nein, 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 nein. Oh, ist der Typ gerade explodiert, Leute? Verdammt, ich bin auf dem höchsten Punkt von Mount Chiliad, aber ich habe absolut keine Überlebenschancen. Ey, Leute, ich glaube, das ist unser Ende. Das Wasser wird in den nächsten Stunden noch mehr steigen. Wir haben hier ein bisschen Pause, aber guck mal, wie viele Menschen hier sind. Wir haben kein Essen, kein Trinken. Warte mal, ein Helikopter ist da. Oh, Heli! Heli! Hier! Hier unten! Hier, das rote Licht, das rote Licht. Stalli! Was bist du's oder Stalli, was? Hol mich bitte ab, Mann. Ja, ich wollte noch ein paar Leute mitnehmen, hier mit meinem Heli, komm rein. Stalli. Wow. Komm rein, Russack. Entschuldigung, Leute, das ist mein Kollege. Flieg los, die wollen alle hier rein. Flieg los. Oh mein Gott, die sind wie Bestien, die wollten alle gerade reinstürmen. Oh mein Gott, kannst du kurz über Los Santos fliegen? Oder wo ist Los Santos? Los Santos gibt's nicht mehr. Was jetzt? Russack, mach mal kurz die Augen zu. Ja, ich... Ja, kann ich sie jetzt öffnen? Russack, wir sind verloren. Okay, alles klar. Kommen wir nochmal hier hin. Und dann unterhalten wir uns, aber ohne Worte. Haben wir uns verstanden? Ja, okay, alles gut. Perfekt. Ich wünsche dir viel Glück. Okay, danke schön. Ciao. Ey, Leute, sind... Ja, frag, du kennst mich nicht. Ansonsten werde ich dich und deine Familie auslöschen. Alles gut. Das habe ich schon oft gehört. Leute, wieder so ein Rentner wie Touren. Wisst ihr, was ich meine? So, der denkt irgendwie, der ist Big Boss oder so, Leute. Aber nichtsdestotrotz, Leute, er hat ein U-Boot, Freunde. Und darum geht es mir eigentlich. Und ja, wenn er schon eh die Sachen verkauft, die wir dann erbeuten, dann soll es mir auch recht sein. Sollen wir ein bisschen seinen Anteil haben, Leute. Es ist auf jeden Fall ein bisschen hier Mafia-Business und so weiter, Leute. Die Stadt wird morgen überschwemmt, Freunde. Wir müssen auf jeden Fall deswegen dann das U-Boot morgen abholen und gucken, dass wir uns in Sicherheit bringen. Deswegen werden wir auch heute Nacht erstmal irgendwo oben schlafen, Leute. Aber solange die Stadt noch lebt, werden wir kurz einmal nochmal sie anschauen, Leute. Guck mal, wie schön sie aussieht, solange noch alles da ist, Freunde. Also ich sag euch ehrlich, Los Santos ist da. Das wird auch nicht so lange bleiben. Ich denke, diesmal ist Los Santos gut vorbereitet, Leute. Aber
Wir brauchen auf jeden Fall einen Ort, wo wir schlafen, wo es ziemlich weit oben ist, Leute. Ich sag euch ehrlich, es klingt zwar komisch, aber ich sag, vielleicht nehmen wir uns ein Zimmer in irgendeinem ganz, ganz hohen Haus, ganz oben in der Etage. Oder im Maze Bank Tower oder sowas. Vielleicht übernachten wir heute dort und wachen auf und gucken, ob was passiert oder nicht passiert, Freunde. Aber ich denke, wir machen uns mal auf den Weg dahin. Let's go. So, Leute, die Stadt ist auf jeden Fall komplett in Ordnung. Noch ist alles in Ordnung hier, die Garage, da kann man noch parken, alles ist noch offen und hier ist Maze Bank Tower, Leute. Wir nehmen uns heute ein Zimmer da ganz, ganz oben, Leute. Und ja, ich sag euch ehrlich, ich würde sagen, wir melden uns bald wieder, Freunde, am nächsten Morgen und mal gucken, ob die Katastrophe stattfindet oder nicht. Let's go. Leute, es ist der nächste Tag und ich bin direkt aufs Dach gegangen vom Maze Bank Tower, Leute, weil wir müssen uns das... Oh mein Gott, es ist wirklich passiert. Der Mafia-Boss-Typ hatte recht, Leute. Guckt euch mal bitte die Stadt an. Alles ist unter Wasser, außer da hinten, da wo die Berge anfangen, Leute. Da ist alles normal. Oh mein Gott. Ey, Leute, uns bleibt nichts anderes übrig. Ich muss jetzt auf jeden Fall zum ersten GPS-Ort, wo der mich markiert hat, Leute. Und wir gehen jetzt einfach... Ich weiß nicht, überlebe ich das, wenn ich da jetzt einfach ins Wasser springe, Leute? Okay, Leute, ich weiß nicht. Denkt ihr, das Wasser ist tief genug, dass ich da einfach runterspringen kann? Ich probiere es einfach aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bitte ist das Wasser tief genug, bitte ist das Wasser tief genug, bitte ist das Wasser tief genug und... Oh, es ist tief genug, Leute, alles ist unter Wasser. Okay, Freunde, ich weiß nicht, wie ich am besten jetzt zu dem Ort komme, Leute, aber wir haben dort ein U-Boot oder so. Oh, hört die Leute rumschreien, da vorne sind Leute überall. Warte, die Autos, guck mal, die versuchen auch zu fliehen. Flieh, schwimm, Kleiner, schwimm. Ey, guck mal die Autos an, Leute. Guck mal, wie das hier alles aussieht, Freunde. Die ganze Stadt ist unter Wasser. Die Autos, die Menschen fliehen. Oh mein Gott. Ey, Leute, das ist auf jeden Fall heftig, Leute. Warte mal. Läuft da gerade jemand entlang einfach der Straße? Hallo? Die läuft einfach hier. Die schwimmt. Ah, nee, die schwimmt. Okay, Leute, ganz verrückte Sachen passieren hier. Aber wir müssen uns jetzt ein bisschen... Oh, da ist sogar jemand gestorben. Nein. Wach auf. Nein. Nein. Okay, Leute, wir haben den verloren auf jeden Fall, Leute. Aber wir schwimmen jetzt weiter zu unserer Location. Let's go. Okay, Leute, irgendwo hier muss es sein. Hey, hey, du. Was machst du hier? Man, das Ballesgebiet, man. Alter, was für Ballesgebiet, man. Hier ist Wassergebiet. Entspann dich. Hä, was war das denn für eine? Wir müssen aber auch abtauchen, Leute. Schön abtauchen. Irgendwo hier muss es sein, Freunde. Warte, der schwimmt da auch irgendwo hin. Warte, hier geht eine Garage auf. Hier ist das U-Boot. Oh nein, das ist... Der will das... Ey! Warte, der will jetzt... Der hat die Schlüssel aber nicht fürs U-Boot. Die habe ich nämlich. Okay, Leute. Okay, der taucht gerade auch auf mit... Ah, der schlägt mich gerade. Was denkt er sich, wer der ist, Mann? Okay, Leute. Ey! Was bist du? Komm her. Geh mal weg von meinem U-Boot. Weg mit dem. Weg! So. Ja. Weg mit dem. So, ein bisschen wieder weggeklatscht, Leute, den Typen. Der wollte gerade an unser U-Boot dran, aber das müssten wir jetzt wohl, Leute. Wir schwimmen da jetzt runter. Guck mal, wie es hier alles aussieht. Gleich können wir wenigstens alles erkunden ohne Probleme. So, wir steigen da jetzt ein, Leute. Genau hier. Okay, Leute, wir sind drinnen. Wir sind drinnen. Wir müssen jetzt rausschwimmen hier. Raus. Okay, Leute. Wir sind jetzt raus mit unserem Ding. Aber das fährt sich irgendwie gar nicht so gut, Leute. Okay. Oh mein Gott. So, ich habe das jetzt endlich zum Fahren gebracht, das Teil, Leute. Ey, guckt euch mal, wie das hier aussieht, Freunde. Die ganze Welt hier, die drehen alle durch. Guck mal, was hier passiert mit den ganzen Autos und so. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, alles ist hier. Alter, passt doch mal auf. Die drehen hier alle durch, Leute. Die sehen das U-Boot und wollen alle zu mir schwimmen oder so. Ey, das ist auf jeden Fall zu krank, Leute, was hier abgeht. Wir gehen mal wieder ein bisschen an die Oberfläche. So. Okay, ihr seht es selber, Leute. Hier unter dem Ding, alles ist am Rumspinnen, Leute. Alles Tsunami. Und dann hier oben ist alles so ein bisschen ruhigere Situation.
Ey, guckt euch mal die ganzen Autos an. Aber wir müssen uns jetzt auf den Weg machen zu der ersten Location, Leute. Denn wir werden das erste Auto aus dem Wasser rausholen. Oder wir müssen es halt rausfinden, wo es überhaupt ist, Leute. Für diesen Mafia-Boss. Und dann, das ist unser erster Verkauf, Leute. Wir jagen jetzt Luxusautos, die untergegangen sind. Und deswegen ab geht's zur ersten Location, Leute. Okay, Leute, ich glaube, ich bin jetzt so langsam bei der Location angekommen. Das ist am Hafen hier irgendwo. Wow, okay, Freunde, guckt euch mal an, wie das hier alles aussieht unter Wasser. Ich glaube, wir müssen in den Hafen rein, Leute. Ich hoffe, wir schaffen das ja auch mit unserem U-Boot. Ey, das ist echt zu krank, wenn man in Los Santos einfach mal unter Wasser ist. So, hier rein, Freunde. So, hier vorne. Also, er meinte irgendwo hier, das GPS ging hier hin. Hier muss das eine Auto sein. Oha, das Tor funktioniert sogar noch. Komm, wir warten, bis es aufgeht. Dann fahren wir da durch, Leute. So, auf die Suche nach den Autos. Hä, wer ist das denn? Da schwimmen sogar Leute. Guck mal, der ist gerade gestorben, Leute. Da hat er sogar eine Waffe in der Hand. Alter, denen geht's gar nicht gut, Freunde. Da schwimmt einfach jetzt eine Waffe. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Okay, da ist ein rotes Auto. Ich glaube, das ist es. Das muss das Auto sein, was sie abholen. Der Bugatti, ja. Okay, jetzt ist die Frage, wie werden wir den rausbekommen, Leute? Ich glaube, ich muss den ein bisschen antreiben und dann an die Oberfläche einen Peilsender dran machen und dann abholen von irgendwelchen Leuten von dem. So, und ja, wir haben das Auto. Das ist jetzt beweglich. So. Okay, Leute, also es ist nicht so einfach. Wir müssen es auf jeden Fall nach oben an die Oberfläche bringen. Okay, Leute, ich habe das jetzt dran bekommen, den Bugatti. Guckt euch mal, wie das aussieht, Leute. Oh mein Gott, wir haben den Bugatti aufgeladen auf unser U-Boot, Leute. Geisteskrank. Okay, jetzt müssen wir ganz schnell hier rausschwimmen, weil ihr habt gesehen, hier sind schon bewaffnete Leute gerade gestorben. Warte, da schwimmt noch einer. Ich glaube, der will uns... Guck mal, Leute, da schwimmt gerade noch einer. Der versucht, sich zu retten oder so. Ich glaube, der ruft nach Hilfe, Leute. Wir müssen ganz schnell hier abhauen, Leute. Ganz schnell das Auto an Land bringen. So, wir haben auf jeden Fall einen dicken Bugatti, Freunde. Einen ganz dicken Bugatti. So. Abhauen, Leute, abhauen. Let's go. Ich tauche jetzt erstmal wieder auf. Okay, Leute, ich bin die ganze Zeit hier unterwegs, Leute. Wir tauchen das Auto jetzt auf. So, hier vorne, hier sind auch noch ein paar andere Autos. Guck mal, das sind noch Menschen, die sich in Sicherheit bringen wollen, Leute. Aber wir lassen jetzt erstmal hier den Bugatti raus, Leute. Okay, Leute, wir haben jetzt den Bugatti hier auf der Brücke abgestellt. Ich weiß, hier sind Leute, die sich versuchen zu retten, alles drum und dran, Leute. Aber ich habe jetzt ein Funkgerät abgeschickt. Ein Dispatch, Leute, das ist ein Hubschrauber, den abholt, Leute. Dann haben wir das Auto schon mal gesaved. Jetzt erstmal wieder hier rein. Guck mal an, dieses Chaos hier. Oh mein Gott, bitte aus dem Weg, Leute. Komm, die versuchen sogar auf mich drauf zu klettern. U-Boot, sofort stehen bleiben. Was bist du denn? U-Boot, stehen bleiben. Was ist das denn jetzt? Geben Sie uns das U-Boot. Ja, Leute, ich kann jetzt einmal abtauchen. Da wird mir hin. Wer ist das denn jetzt, Alter? Jetzt werde ich doch verfolgt, Freunde. Wir haben keine Chance zu entkommen. Auf der ganzen Stadt wird nach ihnen gejagt. Was? Warte mal, lass dir mal ein bisschen zu... Oh, guck mal, der... Bleiben Sie stehen. Ich bleib jetzt mal stehen. Aussteigen. Yo, was ist los hier? Marinesoldat. Alles gut? Yo, entspannen Sie sich doch. Entspannen. Rüber auf mein Boot kommen. Ja, okay, ich komme jetzt rüber auf Ihr Boot. Ich denke nicht wirklich, dass ich rüber auf sein Boot komme. Einsteigen. Hey! Nein. Wow. Nein, mein U-Boot. Nein, ich muss wieder aufs U-Boot drauf. Nein, verdammte Axt, Leute. Ich wollte ihn abtreffen, aber ich habe ihn nicht getroffen. Wo ist er jetzt? Verdammt. Wow. Was ist das für ein Chaos jetzt wegen dem? Nein. Auftauchen. Zeig dich. Wo ist er? Wow, wieder abtauchen, Leute. Oh mein Gott, Leute. Wir müssen kurz Luft anhalten. Der ist auf jeden Fall da. Komme ich zum U-Boot? Nein. Ich schaffe es nicht. Okay, jetzt hier kurz drauf. Oh, er schießt schnell. Deckel hoch. Okay, wir müssen irgendwas machen, Leute. Mit dem U-Boot gegen ihn fahren, Leute. Das ist es. Wir kriegen dich noch, mein Kleiner. No. Was machst du da? Nein, mein Motor will nicht starten. Nein, alles gut. Ich hab ihn verfehlt. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir sind abgetaucht. Wir sind einfach abgetaucht, Leute. Alles ist gut. Oh.
Was ist denn hier los, Leute? Hier kann er uns auf jeden Fall nicht bekommen, wenn wir komplett weit unten sind, Freunde. Wir sind auf jeden Fall in Sicherheit, aber wer war das und wer hat mich verfolgt? Das sah aus wie die Soldaten oder so. Aber wir haben auf jeden Fall den nächsten GPS-Ort vom nächsten Fahrzeug und da werden wir jetzt auch hinfahren. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt hier bei der nächsten Location. Hier vorne muss es sein. Ihr seht, das ist immer noch Panik, aber hier vorne muss das nächste Auto sein. Ich muss hier irgendwie gleich auch mal abtauchen. Oh, guck mal, wie schwer ist es hier abzutauchen. Ist da irgendwas unter uns? Ich weiß es nicht, Leute. Okay, ich glaube, hier wird das Wasser auch nicht mehr so hoch. Kann ich hier abtauchen, Leute? Ich sehe nichts. Hallo? 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 Oh, meine... Ah. Nein, 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 was ist mit dem U-Boot los? Leute, wir müssen mal nochmal nachschauen gehen, so. Okay, oh, jetzt checke ich das Ganze. Hier ist einfach nicht so tief, Leute, aber guck mal, das U-Boot dreht sich wieder. Alles gut. So, wieder einsteigen, so, rein da. Und ich glaube, das muss hier irgendwie im The Jetty Autohaus, guck mal, wie die Autos hier, ey, das ist so ein Chaos hier, Leute, ich sag euch, wie es ist, das ist ein Chaos. So, Leute, aber so langsam hier könnten wir abtauchen. Okay, das muss auf jeden Fall, wenn, dann hier irgendwo sein. Ey, die Menschen, die drehen komplett durch, Leute. Einmal abtauchen, gucken, ob das Auto was wert ist, Freunde. Okay, hier steht ein Supreme McLaren, Freunde. Ich könnte den vielleicht so ein bisschen rausschubsen, weil unter Wasser haben wir ein bisschen Kraft und mit der vielleicht da oben hochschwimmt, Leute. Könnten wir probieren, Leute. Wartet mal, das werden wir jetzt auch machen. So, kurz an den ran und dann jetzt anschieben, Leute. Okay, okay, Leute, ich habe ein bisschen angeschoben. Er bewegt sich, er bewegt sich. Er muss raus, da raus, da raus, da raus. Da. Ja, ja, genau, 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 genau. Und raus. Und raus, und raus, und raus, und raus. Okay, ich schieb ihn hoch, Leute. So, okay. Okay, der ist hier an der Oberfläche schon mal ein bisschen. Nice. Okay, jetzt müssen wir den irgendwie mit dem U-Boot holen, Leute. Ganz kurz das U-Boot holen. Okay, Leute, ich konnte den McLaren Supreme ranholen, Leute. Hier unten habe ich den aufgefangen. Jetzt müssen wir den schnell an Land bringen. Ganz schnell an Land bringen, Leute. So, okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. So, jetzt müssen wir das Ganze abdocken, Leute. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, Leute, das ist ein bisschen komplizierter. Wieder abschalten, den Dinger. Den McLaren von dem fetten Teil hier. Müsste wieder abmachen. So, Leute, ich hab's geschafft. Ich hab's abgemacht, Leute. Mal gucken, ob der noch fährt oder so. Oder ist er kaputt, Freunde? Ich weiß es nicht, Leute. Mal gucken. Oh, ja, okay, der geht gerade gar nicht. Alles ist ein bisschen eingefroren. Aber wenn wir hier ein bisschen was aufmachen, hier, zack, und mal gucken. Okay, der gibt kein Gas, Leute, guckt euch an. Also da ist auf jeden Fall alles kaputt. Aber wenn ich hier ein bisschen die Wasserzündung verändere, Leute, dann hier. Ja, der ist angesprungen, Leute. Oh mein Gott, der Supreme McLaren ist angesprungen. So, mein U-Boot ist da hinter dem Baum versteckt. Warte, wir parken den jetzt kurz mal irgendwo weg. So, jetzt gehe ich kurz mein U-Boot holen, glaube ich. Warte mal, was ist das denn jetzt hier? Ist das einer von mir? Ist das einer von den Mafiosi? Hallo? Warte mal, nein. Hallo? Ja, schönen guten Tag. Einmal die Abholung, ja? Welche Abholung, Leute? Wow! Hallo! Jo, okay, danke vielleicht. Für die Abholung. Was für Abholung, hallo? Hä, Leute? Hallo. Identifizieren Sie sich bitte einmal, ja? Wieso? Identifizieren, mein... Identifizieren Sie sich, wenn Sie runterfallen lassen und Sie werden sterben. Russig? Ja, Sie sind doch dieser YouTuber, oder? Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich hab gehört, YouTube machen ziemlich viel Online-Geld, ja? Hiermit sind Sie offiziell für den staatlosen Handel eine Geisel für das Militär. Was ist hier los, Leute? Ich hab Sie haben die Chance, Ihre Freiheit selbst wieder zu erkaufen. Hey, Leute, irgendwas ist hier gewaltig schief, Freunde. Ich sag euch ganz ehrlich, irgendwas läuft hier gewaltig schief und... Ich spring einfach raus, Leute. Ganz ehrlich. Sollten Sie rausspringen, werden Sie... Hey Leute, aber da hat man McLaren geklaut, Leute. Ey, ich sag euch ehrlich, wir müssen... Das war das Militär. Ich sag euch ehrlich, wir werden uns da ranschleichen, Alter. Ich weiß, wo das Militärgelände ist. Mal gucken, ob das überhaupt noch lebendig ist, Leute. Aber wir werden den McLaren zurückholen, Leute. Und ihn eine Lektion verabreichen, Leute. Let's go. Okay, Leute, heute ist echt ein turbulenter Tag. Ich bin die ganze Zeit am Sprinten. Aber warte mal, da vorne ist, glaube ich, noch ein Boot oder so. So ein Fischerboot oder so. Und ein Elch. Oh, der Idiot ist ins Wasser reingelaufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, dem geht's gar nicht gut, Leute. Wir schnappen uns jetzt dieses Boot hier kurz auf. Wir haben jetzt alles irgendwie... Alles ist gerade komisch, Leute. Wir haben kein U-Boot mehr. Wir haben jetzt dieses Boot. So, einsteigen. Okay, wir fahren jetzt mit diesem komischen Boot hier.
Richtung Militärgelände, Leute. Was anderes bleibt mir leider nicht übrig. Ich habe nichts Besseres gefunden auf dem Weg, Leute. Irgendein Fischerboot. Auf geht's dahin. Hey Leute, das vor uns sollte hier das Militärgelände sein, Leute, aber hier ist alles voller Wasser. Guck mal, da ist dieser riesige Militärtower und der ist auch komplett zur Hälfte im Wasser. Hey Leute, auf jeden Fall, jetzt verstehe ich, das Militär dreht komplett durch, weil es einfach gar kein Militär mehr gibt. Die sind alle unter Wasser oder so. Aber jetzt ist die Frage, wo ist der McLaren? Okay Leute, da vorne, ich sehe den Helikopter, der mich abgeschleppt hatte, glaube ich. Okay Freunde, das sind auf jeden Fall ein paar Soldaten oder so. Ich fahre hier mal vorbei. Okay, das sind ein bisschen zu viele Soldaten, wenn ich ehrlich bin. Oh, oh, da steht sogar noch einer. Hey! Oh, wir fahren einfach mal in die andere Richtung. Oder, hey, bleiben Sie stehen, kommen Sie wieder! Ich spring ab, Leute, und schwimme da einfach ran, Leute, auf Undercover. Guckt euch mal... Ich geh mal rüber schwimmen, gucken, was im Boot los ist. Hey, Leute, guckt euch mal das hier alles an. Kommt da einer gerade rüber geschwommen? Da schwimmt da einer. Und ich mach mal so... Hilfe! Hallo! Hey, was ist mit Ihnen los hier? Hallo, Hilfe, bitte, helfen Sie mir, bitte. Nix da, verzieh dich hier. Bitte. Du bist abgeknallt. Bitte, mir geht's nicht gut. Ah! Du Kleiner. Komm her. Was willst du? Aua! Oh! Okay, Leute, der hat rumgeschrien und ist abgetaucht. Hier stehen die auf jeden Fall, Leute. Wir müssen hier aufs Dach hoch. Oh ne, nicht runter. Aufs Dach hochklettern, das ist nicht so einfach hier, Leute. Schön die Welle sein und hochgehen jetzt. Oh, Leute, gerade doch so geschafft, Freunde. Aber hier vor uns direkt schon welche vom Militär. Ey, ich sag euch ehrlich, wo sind meine Waffen hin? Ich habe die gerade im Wasser verloren, oder was? Na, verdammte Angst, warte mal. Vielleicht muss ich die Waffen von dem einen hier wegklauen, Leute. So, hier schön auf der Treppe hochklettern. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig und... Okay, ich hab die Waffe, das ist irgendeine Minigun oder so. Okay, Leute, es tut mir leid. Kommt her! Wir werden beschossen! Okay, Leute, ich hab die Waffe von ihm geklaut. So, schnell weg hier. Warte, wie komme ich jetzt hier wieder aufs Dach? Aufs Dach? So. Wow! Weg mit dem! Einheiten los! Ich hab nicht mehr so viel Munition, sage ich euch ehrlich, Leute. Müssen aufpassen ein bisschen. Haben die noch Munition? Ja, okay, ich habe noch irgendwas aufgesammelt. Den abknallen. Bleibt liegen, alle! Was? Oh! Hände hoch! Ganz langsam, ich bin hinter dir, ganz langsam. Ich dachte, du hast mich ausgedrückt im Wasser, oder? Ja, alles gut. Ja. Ah. Komm her! Entspann dich! Ah. Okay, du willst einen Kampf? Du kriegst einen Kampf. Yeah. Okay, Leute. Der hat mich. Der ist auf jeden Fall zu stark. Wow, was hat das für ein Punch? Hey, Leute, wartet mal. Kannst dein letztes Gebet sprechen, du kleiner Pimp. Deiner hat hier noch eine Pistole, Freunde. Oh, aufstehen, ich hau jetzt mal auf die Fresse. Hände hoch! Leute, das war wichtig, diese Pistole. Es tut mir leid. Okay, Leute, wir haben es geschafft, Leute. Was ist denn hier los? Beim Tsunami dreht sogar... da schießt doch jemand. Egal, Leute, ich sag euch ehrlich, wir nehmen jetzt schnell dieses, den Heli. Und wir haben ja noch unseren Bugatti irgendwo versteckt. Da vorne schießt er. Guck mal, da schießt er einfach. Okay, Leute, ich hab ihn, ich hab den McLaren, Leute. Schnell abhauen, Leute. Okay, wir haben mitbekommen, beim Tsunami, das ganze Militär dreht durch, alles dreht durch, Freunde. Ich ruf mal den komischen Chef an, okay? Ich sag ihm einfach, ich hab den Bugatti und McLaren und das reicht dann. Let's go. Hallo, ich hab die Autos. Ja, hier spricht das Militär, ja. Die Militärpolizei, die Nummer, die Sie angerufen haben, ist ein Schwerverbrecher, der gerade festgenommen wurde, ja. Ich bitte Sie, hier nicht mehr anzurufen, ansonsten melden wir auch eine Ermittlung gegen Sie. Ey, Bro, das kann doch nicht sein. Die letzten Tage war gutes Wetter und jetzt, wenn wir surfen gehen wollen, kommt so ein Wetter. Meine Güte. Warte mal. Irgendwer ruft uns hier an. Ich mach mal Freisprechanlage. Hallo, guten Tag. Ja, servus, guten Tag. Hier ist die Surfer Corporation Los Santos. Sie hatten bei uns einen Termin gehabt in 20 Minuten. Ja, willkommen gleich. Wir sind gleich da. Leider, der Tag wird leider storniert. Ja, heute ist kein Surfing erlaubt. Tut mir leid. Was? Aber warum? Ja, wegen dem Wettervorhersagen, ja, also deswegen... Ja, oh, ich muss weiter. Ja, meint es gut. Tschüss. Alter, Max, hast du das gehört? Dreh dich so durch, weil... So ein Penner, Junge. Alter, wir wollten surfen und jetzt sagt er so. Ja, was machen wir jetzt? Ja,
Ja, lass trotzdem hinfahren. Ja, okay, komm, wir fahren einfach hin. Wir haben uns da drauf gefreut, jetzt wird heute gesurft. Alter, Hilfe, Hille, hallo, hallo, hier. Was sagst du denn jetzt von deinem Haus? Hä, was willst du? Hey, geh mal weg hier. Rett euch aus meiner Einfahrt, Junge. Der Säureregen wird uns alle auflösen. Ey, aufpassen. Was hat, was? Der Säureregen kommt, der Säureregen kommt. Der spinnt doch hier schon. Schuckt euch ein Haus. Ja, okay. Kauft ein. Max, hast du den gerade einfach angeschossen? Nee, nur daneben geschossen, dass er abhauen soll. Was hat er gesagt? Irgendwie der Regen kommt? Der Säureregen? Ja, Säureregen, keiner. Bro, was ist denn los mit den Leuten? Und das Wetter ist auch komplett katastrophal, Alter. Ich sag dir ehrlich, wir fahren da jetzt einfach hin und dann ist auch alles in Ordnung, ja? So, wir machen uns auf den Weg jetzt. Ey, Max, aber irgendwas stimmt echt nicht mit dem Wetter. Und was ist da denn los? Ey, das Krankenhaus ist ja voll überfordert. Bro, warte mal, lass mal da dran fahren. Aber egal, gut, für mich ist doch mein Krankenhaus. Oha, da wird heute Alter, richtig Geld verdient. Alter, was ist denn hier los? Ey, hallo, nein, sorry, also es reicht langsam. Hallo, wir haben den Besitzer des Krankenhauses hier. Hey, Dr. Schmidt, ich bin's. Ja, das ist, Crimex ist was ist denn los hier heute? Was ist denn los? Voll. Ja, wegen dem angekündigten Säureregen, ne? Das was für angekündigter Säureregen? Wir wissen nichts. Was, können Sie uns mal aufklären? Säureregen jetzt heute Nacht kommen, ne? Das heißt, das ist alles weggeätzt. So. Deswegen, die Leute suchen hier Unterschlupf. Ne? Die haben schon alles gesucht. Wir sind voll. Die Leute zahlen natürlich alle. Ne? Ja, ja, lass, mach doppelt. Mach die Preise doppelt so. Haben wir schon längst. Okay, sehr gut, sehr gut. Okay. Warte mal, Max. Komm mal ganz kurz her, Max. Ja. Hast du keine Angst? Hast du grad warum? Hast du gerade gehört, was der Doktor gesagt hat? Der Säureregen kommt. Und? Ja, was ist, wenn wir sterben? Nein, wir gehen einfach rein, wenn der Säureregen anfängt. Ja, warte mal, lass... Soll er uns denn treffen, wenn wir zu Hause sind? Ich glaube, wir müssen jemanden fragen, der mehr Plan davon hat. Komm, Max. Okay. Okay, wir fahren einfach rüber zu Touren. Der wird schon bestimmt den Plan haben, was da abgeht, oder? So, auf geht's, Mann, auf geht's. Man weiß immer, was gut ist. Ja, deswegen, Alter. Wir fahren da einfach mal kurz rüber. Okay, Max, ich hoffe, Touren weiß, was zu tun ist. Oder der wird uns bestimmt jetzt... Warte mal, warum steht da ein Helikopter schon? Siehst du das? Juan, ja, siehst du, der kann uns bestimmt retten. Oh nein, das ist deine Mom. Ja, nicht die schon wieder. Jungs, pass auf. Deine Mutter ist leider Militärin, ganz leise. Nicht laut reden. Ey, du, hast du was vom Säureregen mitbekommen? Ja, natürlich. Ich hau ab von der Santos. Ja, kannst du es mitnehmen? Alter, Juan, deine Mutter, scheiß mal auf die. Wollt ihr mit meiner Mutter mitfliegen? Wollt ihr zusammen mit mir und mit meiner Mutter in einer Wohnung sein? Besser als Säureregen. Okay, du kannst gerne mit meiner Mutter mitkommen. Außerdem muss ich mit deiner Mutter eh noch was klären. Letztes Mal, als sie mich eingesperrt hat, musste ich mir sogar in die Hose pinkeln, weil ich nicht rausgehen konnte. Was? Ich war auch da, aber ich habe mir nicht in die Hosen gepinkelt. Ich habe Tuns Tümpel angepinkelt. Ich will nichts sagen, aber unser Tempel heute leer. Die ist sehr geleizt heute. Egal, kannst du... Ja, okay, dann können wir einfach im Tempel bleiben? Nee, weißt du was? Ich sterbe lieber am Säureregen, um nochmal mit der... Als noch also, mit der Jungs, such dir Schutzkleidung. Wieso? Wir haben doch der Legen geht durch Autos und durch Häuser durch. Der ist dieses Mal wirklich sehr, sehr slim. Wie durch Autos und durch Häuser durch? Ja. Und der fließt nicht durch. Der ist konzentriert, ist zu hoch. Der ist viermal so hoch wie der letzte Säule liegen. Ach, und der hat schon Häuser, der ist ja kaputt gemacht. Dürfen wir vielleicht doch mitfliegen? Los. Wir wollen los, ich will los jetzt. Ich bin sauer. Sauer. Okay, wir fahren lieber weg. Ja, Mann, komme! Max, hast du das gerade gehört, Mann? Alter. Wo kriegen wir jetzt Schutzkleidung her? Wo gibt's sowas? Tuan hat einfach die Stadt verlassen. Seitdem seine Mom da ist, ist egal, ob wir draufgehen oder nicht. Ich glaube, ja, okay, das ist auch seine Mom. Er hat zu viel Angst einfach vor seiner Mutter. Ja, und was machen wir? Wo bringen wir jetzt solche Anzüge her oder Schutzklamotten? Kennst du da jemanden? Boah, keine Ahnung, Mann. Ja, Alter, lass vielleicht ihn, im Human Labs oder sowas. Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir da echt hingehen. Ne? Vielleicht müssen wir eher echt einbrechen und dort was klauen. Auf geht's zum Human Labs, Leute. Irgendwas wird heute passieren, Leute, und das hört sich gar nicht gut an. Selbst Touren verlässt die Stadt und das ist kein gutes Zeichen. Okay, Max, wir sind gleich beim Human Labs, Mann. Aber ich weiß nicht, ob wir da reinkommen, wenn hier wirklich gerade so... Oh Gott. Max, ich übernehme das Reden kurz, ja? Okay, mach du das. Hallo! Ja, servus! Sperrgebiet, kein Einlass. Ja, wir hätten einen Termin bezüglich des Säureregens. Nee, gibt's keinen Termin. Willkommen. Das ganze Human Labs ist jetzt für 48 Stunden lang gesperrt, niemand kommt rein. Wir sind im Auftrag von Tuan. Nein, der hat hier keinen Auftrag. Tuans Mutter? Gottes Willen, hör nicht auf diesen Namen zu sagen! Raus! Weg! Okay, Entschuldigung. Ich hab alles gegeben, Max, was sollen wir tun? Wir müssen da einbrechen, Russik. Okay, dann würde ich sagen, wir müssen uns irgendwie einen anderen Weg da reinsuchen.
Kommst du? Ja. Hast du Waffen? Natürlich. Okay, dann ganz vorsichtig, ja. Wir müssen uns irgendwie vorbeisneaken, weil ich glaube, der einzigste Weg da rein ist an ihm. Oder wir müssen ihn irgendwie knockouten, Bro. Aber nicht schießen. Ich glaube, sonst werden wir die anderen erstmal hier Alarmbereitschaft versetzen, ja. So, deswegen, Leute, wir müssen uns hier jetzt ransneaken irgendwie. Max. Ja, ja. Wir müssen den ablecken oder so. Da muss einer dir irgendwas über den Kopf hauen. Schaffst du das, ihm irgendwas über den Kopf zu hauen, wenn ich den jetzt ablenke? Ja, ja, mach das. Okay, dann nimm dir irgendeine Waffe, ich lenk den jetzt ab. Entschuldigung, ich hab... Hey, sag mal, willst du mich veräppeln oder nein, was? Nein, ich hab... Willst du mich veräppeln? Nein, also wegen Touren und... Geh schlafen! Max, hättest du nicht... hättest du nicht früher zuschlagen können, Mann? Ja, ich musste den perfekten Moment abwarten. Okay, rein, schnell, Max, rein! Oh Gott, Leute, was ist denn heute los, Mann? Vor allem, wie lange haben wir überhaupt Zeit, bis der Regen anfängt? Nicht, dass bald schon Regen losgeht. Weil sobald Regen losgeht, haben wir ein dickes Problem, Max. Okay. Ja, wir sollen uns davor schon besser die Kleidung machen. Lalalalalala. Hey, hallo? Hey, wer seid ihr denn? Warte mal, wo? Diesmal würde ich ihn ablenken. Wir haben uns verlaufen. Geht das in die Richtung oder in die Richtung? Oder in die? Sehr gut, Russik. Woher kam der denn plötzlich gerade? Keine Ahnung, das Einbrechen. Warte, hier sind voll viele militärische Fahrzeuge. Ich glaube, da geht was wirklich Krankes ab. Wie kann es sein, dass es ein Säureregen entsteht? Ich glaube, das stinkt. Oh Gott, das. Takeover Red, 654817. Oh. Hey Max, da stehen zwei an der Tür. Ich glaube, da müssen wir... Max, wir müssen tatsächlich, glaube ich, die übernehmen mit Waffen. Siehst du die zwei an der Tür? Ja. Okay, ich würde sagen, du übernimmst einen, ich übernehme den anderen. Einen kannst du mir die nicht mit dem Messer lieber leise erledigen, nicht, dass es auffällt? Bro, ich weiß nicht, wie wir an die rankommen sollen. Komm zurück, Mann. Okay, du hast recht, lieber auf Distanz. Okay, warte, du schießt auf den hinteren, nicht auf den vorderen, okay? Okay, 3, 2, 1, los! Okay, rein. Wie geht es auf? Okay, wir sind drin. Oh mein Gott, hier sind richtig viele. Warte, warum liegt da jemand? Oh, Max, bist du bereit zu schießen? Erstmal an! Schieß! Ja, komm, schieß! Sehr gut. Weg mit dem! Oh, der steht auf! Oh mein Gott. Okay, wir müssen weiter rein. Okay, Leute, wir müssen irgendwo Schutzanzüge finden für den Säurering. Und Max, hörst du das? Okay, Max, wir haben es geschafft, Mann. Ey, warte mal, hast du das gerade gehört? Den Blitz oder so? Sag mir nicht. Oha, es fängt ja jetzt voll an zu regnen. Nein. Wer sind Sie denn? Oh mein Gott, schieß ihn ab! Oh nein, es ist schon zu spät. Der Regen hat angefangen, Max, der Regen hat angefangen. Verdammte Axt, der Regen hat angefangen und der Typ schießt. Jetzt reicht's mir aber mal mit dem Typen da hinten. Oha! Alter, Max, was hast du da aufgesammelt? Hab ich von Touren bekommen. Oha! Ich will auch sowas haben, Mann. Okay, weiter vortreten, Max, weiter vortreten. Wenn wir Säureanzüge werden oder irgendwelche Schutz... hier müssen die Schutzkleidung haben, weil die arbeiten jeden Tag mit irgendwelchen Chemikalien im Human Labs und mit giftigen Sachen. Labor vorne oder so. Wir müssen im Labor nachschauen. Okay, schön, machst du das gut, Alter. Wir müssen hier durch. Aufpassen nicht, dass hier jemand uns entgegenkommt. Okay, weiter. Ey, Max, wo ist eigentlich Paul Berger oder die anderen? Keine Ahnung. Okay, gut. Ja, okay, Max, ich glaube, der ist tot. Ja. Max, geht's dir gut sonst? Ja, mir geht's gut. Ich glaube, du hast ihn schon umgebracht gehabt. Du hättest dich doch mehr. Du hast die ganze Munition gefühlt verschwendet. So, okay, hier ist eine Tür. Okay, hier durch, glaube ich. Ja, hier müssen die sein. Oh mein Guck mal, Gott. Hier ist sogar so ein Schutzanzug-Ding-Symbol. Das heißt, hier darf man eigentlich nur mit Anzügen rein. Die müssen hier. Guck mal, hier sind doch bestimmt die Umkleiden. Oh mein Gott. Hier sind was die drin. Was war das da hinten für ein Geräusch? Oh, da kommt jemand. Psst. Wo ist er? Ja, diese Tür ist zu. Wo ist denn? Genau. Geh mal hier rein durch den Detonationsraum, ey. Oh! Alter, Max hat dir auch Touren und Raketenwerfer gegeben? Ja, ich hab seinen Toulouse gerade noch leer geräumt. Alter. Lass uns mal umziehen. Was haben die denn hier? Oh! Max, ich hab mich umgezogen. Jo, ich auch. Wie siehst du denn aus? Ja, wie siehst du denn aus? Bro, denkst du, wir sind sicher da? Oh Gott, hast du jetzt die Donner? Es donnert komplett. Ich glaube, wir müssen jetzt los. Okay, aber ich glaube, damit sind wir sicher fürs Erste. Wir sind jetzt sicher, aber ich glaube, wir müssen gucken, ob es... Aber weißt du was, irgendwie, ich hab
vielleicht doch ein schlechtes Gewissen wegen meinem kleinen Bruder. Sollen wir nicht mal nach dem schauen lieber bei mir? Ich glaube, wir sollten mal nachschauen nach den Leuten. Was ist zum Beispiel mit Ami oder so? Oder mit... Ich hab mich verlaufen. Okay, wir sind falsch gelaufen, Bro. Warte, ich geh mal ran. Hallo? Ah, Russik, was geht? Bro, wo bist du gerade? Ich bin mit Sio, stand in so einem Urlaub gerade. Ach so. Ja, dann passt es ja. Ja, wegen dem Säureregen sind wir abgehauen. Also, ihr kommt ihr nicht mit? Wir sind mitten im Säureregen gerade. Ja, ich sollte euch ein SMS schreiben. Ja, gut, also war Zufall, dass wir uns alle jetzt hier getroffen haben, ne? Also, ja, ich schaff dich und wie gesagt, alles klar, ciao. Max, ich glaube, wir müssen Paul Berger retten. Ami und Stani und Sue sind alle schon in Urlaub gefahren. Ja, okay, das ist doch gut. Ja, aber die haben uns nichts gesagt, Mann. Was ist da dann gut? Wie kann das passieren? Das ist schon komisch, dass das wieder jeder mitbekommen hat, außer wir. Hey, Mann, und wir wollten surfen gehen. Surfen bei irgendwelchen Säure-Dingen. Aber wir müssen aufpassen, nicht, dass hier irgendwas passiert. Okay, Max, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ich sag dir ehrlich, wir wissen nichts vom Säure-Regen. Wir haben jetzt hier Klamotten geklaut. Aber, hast du gesehen, da waren Army-Trucks, alles drum und dran. Aber, okay, wir gucken jetzt einfach mal, dass wir hier rauskommen. So, Leute, wir müssen hier fliehen. Mach die Tür. Mein Gott, Russik, ich hab 5 Sterne bekommen. Warum? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, da ist ein Helikopter, da ist ein Helikopter. Oh mein Gott, knallt den Heli ab. Pass auf mit dem Regen. Oh mein Gott, der Regen, wir haben Schutzkleidung. Oh mein Gott, wieso jagen die uns? Was wollen die von uns? Oh mein Gott. Alle einhalten. Schnappt ihr euch. Jungs, gebt euch die Anzüge wieder. Die sind für Politiker. Die wollen die Anzüge, Max. Ey, scheiß auf eure Politiker. Ich will überleben. Max, steig ein. Euer Leben ist so bewährt. Los, gebt uns die Anzüge wieder. Wir werden euch jetzt hier umbringen. Die wollen die Anzüge. Der Säure-Ding hat angefangen. Max, steig ein. Schnell, steig ein. Der Säure-Ding, die Helikopter. Merkst du eigentlich, dass sie nur im Helikopter unterwegs sind? Was ist mit den ganzen Menschen? Schon komisch. Oh mein Gott, wir müssen rüber. Holt die Säure-Einheit raus. Oh Gott. Okay, ich glaube, die meisten Menschen denken, sie sind sicher. Oh Gott, da kommen jetzt die Autos. Okay, Max, ihr habt ein Problem. Was geht denn jetzt ab? Oh, ich schieße. Der Säure-Regen. Max, du versuch, den Regen zu meiden. Oh mein Gott, weg hier. Einheiten, draufschießen. Digga, als ob die Einheiten schicken wegen irgendwelchen Anzügen. Leute, du hast das hier gewaltig schief. Der Säure-Ring ist, glaube ich, kranker als gedacht. Max, wir entkommen das. Oh, wir schaffen das schon. Oh mein Gott, das Auto fährt schlecht, aber... Max, okay, wir schaffen das. Russik, fahr mal vernünftig. Ich fahr Schleichwege, Bruder. Hier finden die uns nicht. Oh Gott, aber ich verstehe nicht. Der Säure-Ring, irgendwie wirkt das wie ganz normaler Regen. Ich weiß nicht, was ist auf sich. Ich glaube, da muss schon was dran sein. Wir versuchen abzuholen. Das würden die nicht alle so durchdrehen hier. Okay, ich glaube, wir hängen die langsam hier ab. Wir haben Sichtkontakt verloren. Okay, wir haben einen guten Schleichweg genommen. Okay, Leute, die Sterne wackeln. Okay, wir haben die abgehangen, Max. Sehr gut. Wir müssen ganz kurz in die Stadt fahren und gucken, was da abgeht. Guck mal, die Autobahn an. Alle heizen hier gerade durch die Gegend. Okay, die wollen alle die Stadt verlassen. Was geht da ab, Leute? Was ist da wohl los? Okay, Max, wir sind in der Stadt angekommen, aber irgendwie keine Passanten auf den Straßen. Nichts, alle verstecken sich, glaube ich. Nur, guck mal, da fahren noch welche im Auto rum oder so. Ja, ich glaube, die denken, sie sind sicher, aber scheinbar... Oha. Guck mal, hast du jemals die Straßen so leer gesehen? Alle Leute sind nur in Autos. Es ist nichts mehr los. Es ist wirklich kein Fußgänger unterwegs, hä? Einfach krass. Alle haben sich versteckt. Was ist hier los? Okay, wir fahren jetzt rüber zu Paul Berger. Wir müssen gucken, ob es ihm gut geht. Warte mal, da vorne läuft einer auf der Straße. Hey du, bleib stehen! Bitte, hol mich mit! Hol mich, ich soll mir gefangen gleich an! Wir können uns nicht um jeden kümmern. Alter, zieh dir was an! Bist du wahnsinnig? Nein. Bitte, hol mich mit! Bitte, du musst dir was anziehen! Nein, oder wenigstens ein Auto! Geh weg hier! Der fängt der Säure-Regen. Ich glaube... Geht's ihm gut? Alter, Russik, du hast ihn umgefahren. Der fängt an, der Säure-Regen! War ich das oder war das der Säure-Regen? Wir schieben es einfach auf den Säure-Regen. Ich glaube, diese komischen Geräusche waren der Säure-Regen. Max, ich glaube, desto länger man in dem Regen ist, desto... Dann fängt man an zu sterben oder so. Die müssen ganz kurz gucken. Denkst du, man wird zum Zombie? Hey, keine Ahnung, vielleicht ist so die Zombie-Apokalypse gekommen. Aber ich sehe keine Menschen, die sind alle noch in Autos, aber
ob es denen gut geht. Hey Max, wir müssen ganz schnell hier weg, aus dem Weg, was geht hier ab? Max, ich glaube, den Leuten geht es hier gar nicht gut. Siehst du? Oh mein Gott, oh Gott, ja. Wie fahren die Autos? Ich glaube, kann es sein, dass sie da drinnen sterben wird in den Autos? Beeil dich mal, wir müssen Oh Gott. Oh, guck mal die Autobahn an. Selbst die Polizisten an. Bro, was passiert hier? Siehst du das gerade, was ich sehe? Alles ist grün. Oha, was geht denn? Das muss dieser Säureregen sein. Alter, Leute, jetzt, ich glaube, das ist die Endstufe und uns passiert nichts, weil wir gerade die Anzüge anhaben. Hast du gesehen, wie die Autofahrer durchdrehen? Alter. Oh mein Gott. Zum Glück haben wir uns die Anzüge geholt. Aber Paul Berger hat keinen. Wir fahren jetzt hier rein, ja? Alter, es ist nicht normal, Bro. Guck nur, wie das aussieht. Ich hoffe, mein Haus hält das bis jetzt aus. Alter Max, ey, das Wasser ist komplett grün, es hat die Farbe gewechselt. Oh mein Gott. Alter, Bro, irgendwas läuft hier gewaltig schief. Wo ist Paul Berger? Lass ihn holen, schnell. Auto, ich hätte ihn in die Garage fahren sollen. Max, schnell, wo ist er? Paul Berger! Willkommen. Oh mein Gott, guck mal, da liegt er. Nein, Paul Berger, Alter, Paul Berger. Warte, Paul Berger? Ich trag ihn raus. Okay, trag ihn raus. Komm schnell, nimm ihn mit. Ey, wir brauchen einen sicheren Ort oder so. Was sollen wir machen, Max? Ich hab ne Idee, lass den Tour ins Versteck fahren. Ja, und dann? Denkst du, dort ist sicher? Ja, bestimmt sicherer als hier. Ja, oder wir müssen das Land verlassen oder so. Oder wir müssen aus dem Säureregen rausfliegen nach oben, wo die über die Wolken. Weißt du, wie ich meine? Oh, das ist eine richtig gute Idee. Aber denkst du, Flugzeuge funktionieren noch? Bro, ich hab keine Ahnung. Guck dir mal bitte an, wie es hier aussieht. Leute, habt ihr sowas jemals gesehen, Alter? Guck dir das mal an, Max! Das ist nicht normal! Oh mein Gott. Ey Max, ich glaube, wenn man jetzt ins Wasser springt, dann ist man instant weg. Ja, dann sind wir direkt, sterben wir. Alter, Falter. Oh mein Gott, aus dem Weg! Oh mein Gott, die fahren auch noch, es fahren noch ein paar Autos rum, Leute. Aber die... Säure! Alter, hörst du das, Max? Oh mein Gott, der Säureding. Wie sollen wir den überleben? Ich glaube, die einzige Option ist wirklich aus den Wolken rauszufliegen. Versuche Paul Berger irgendwie ein bisschen unter deine Schutzkleidung bedeckt zu halten, ja? Ja, mach ich natürlich. Okay. Lass Militärfahrzeuge klauen. Die halten Gott. Bestimmt mehr aus. Ey Bro, die haben bestimmt noch ein Flugzeug. Wir brechen in die Militärbase ein, holen uns ein Militärflugzeug und verlassen die Wolken. Okay, Max, wir fahren rein, aber wir haben irgendwie 5 Sterne schon bekommen. Ey, denkst Achtung, du dir. Achtung, oh mein Gott. Pickup-Truck will eindringen ins Militärbasis. Eliminieren. Nein. Max, wir brauchen einen Plan. Wir müssen gucken, ob ein Flugzeug da ist. Geh zu dem großen Flugzeug. Hier ist kein großes Flugzeug, Max. Nein, hier ist kein großes. Nein. Wir müssen gucken. Verdammte Axt. Die haben doch bestimmt irgendwo ein großes Flugzeug hier. Okay, wir müssen gucken. Nein. Oh, Max, hier vorne. Ja, sehr gut. Okay, warte mal. Ich spring schon mal raus, lenk du die Bullen ab. Die sind Soldaten, aber nimm Paul Berger mit und mach das Flugzeug startlos. Ich muss sie aber hier wegschaffen. Ich schaff sie weg, Leute. Los, alle Einheiten hinterher. Oh, die laufen sogar in den Säureregen. Max, ich mach dir den Raum frei. Sehr gut. Warte, noch nicht starten, Achtung, Granaten kommen vor den Eingang. Ich muss die Teile wegspringen. Wusstig, ich hab einen Plan, aber der ist sehr riskant. Was denn? Du musst mir die hier wegschaffen. Ich gehe auf die Landebahn und dann fährst du hinten in die Ladeklappe rein. Okay, uns bleibt nichts anderes übrig. Versuch das Flugzeug auf die Landebahn zu bringen. Erst das Fahrzeug. Oh Gott, ich lenk sie ab. Sehr gut. Alles gut, ich kümmere mich drum. Okay. Okay, ich bin ready auf der Startbahn. Komm jetzt. Warte, ich muss sie hier abknallen. Wie kommt ein Helikopter hier rein? Weg mit euch! Ich hab die Ladefläche aufgemacht, komm Russell! Ja, ich bin dabei, ich muss hier kurz die Soldaten eliminieren! Okay. Okay, Max, ich komm jetzt raus! Alter, das Säureding wird immer schlimmer und schlimmer, Leute! Ich hoffe, Max ist auf dem Weg. Die schießen das Flugzeug an! Ich komme! Oh mein Gott, Leute, einzigste Chance! Oh! Mach den Hangar auf, Max! Mach den Hangar auf! Oh mein Gott, wo ist Max? Da vorne steht er. Aus dem Weg, Mann! Oh Gott, ich hoffe, der Hangar ist an. Ich glaube, das Flugzeug will in den Hangar reinfliegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Max, ich komme! Schnell, Russik! Ich bin da! Fahr los! Mach zu! Okay, die Klappe ist zu. Let's go, flieg los! Flieg vorsichtig! Du musst nach oben fliegen! Über den Säureregen! Ganz nach oben! Okay, alles klar! Okay, flieg hoch, Max! Oh Gott, Leute, wir schaffen es. Die kommen auch nicht hinterher. Wir haben ein krasses Flugzeug. Okay,
Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir den Säureregen... Ey, das sieht gar nicht gut aus. Wir müssen irgendwie den Säureregen überstehen. Oh, Max, wir haben es geschafft. Guck mal, wie es hier aussieht. Wir sind über den Säurewolken. Und somit kommt der Regen nicht genau zu uns. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Max, jetzt ist nur die Frage, wie lange müssen wir hier oben bleiben? Wie lange regnet es? Keine Ahnung, wir haben jetzt noch Tank für die nächsten 5 Stunden. Ich hoffe, das reicht. Okay, Leute, ich hoffe, das reicht. Wir haben den giftigen Säureregen überlebt, Leute. Es war Action ohne Ende. Lasst auf jeden Fall ein dickes Like dafür da. Abonniert den Kanal, aktiviert unbedingt die Glocke, um nichts zu verpassen. Und wünscht euch uns Glück, dass der Regen aufhört. Bis zum nächsten Mal. Ciao.